Herzlich willkommen auf der SMT 2018 hier bei EPP. Ich stehe hier zusammen mit Thorsten Frenzel, Head of Sales bei Asus Automatisierungssysteme. Herzlich willkommen. Ihr Messemotto lautet Move It. Können Sie das näher erläutern? Richtig, Herr Mayer. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier beim EPP Rede und Antwort stehen zu dürfen. Move It, das Thema bei Asus dieses Jahr, das Messemotto. Warum Move It? Ganz einfach. Das zentrale Thema der diesjährigen SMT ist aus Asus Sicht sicherlich das Thema Material Management, Material Logistik. Durch den Zukauf von Totec vergangenes Jahr haben wir diesen Bereich ausgebaut, sind mittlerweile Anbieter von einer übergreifenden Materiallogistiklösung für die Elektronikfertigung, bestehend aus Lagersystemen für Bauteilrollen, Lagersystemen für Magazine oder andere Verbrauchsmaterialien, haben auch die Möglichkeit, mit ARVs die Linien untereinander zu verbinden und natürlich eine übergeordnete Software, die den Materialfluss in ihrer Fertigung regelt und vor allen Dingen optimiert. Mit Puls haben Sie neue Akzente im Markt gesetzt. Wie ist das Konzept aufgegangen? Puls war aus unserer Sicht, aber ich hoffe auch aus der Sicht der Kunden, eine absolute Erfolgsgeschichte. Wir sind vor einigen Jahren damit gestartet, haben mittlerweile über 60 Linien mit Puls ausgestattet. Allein davon im vergangenen Jahr 28 Stück. Dieses Jahr schon weit über 10 Stück ausgeliefert und man merkt eine regelrechte Dynamik. Puls ist einfach deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil es den Bediener in der Linie effizienter steuert. Fehlermeldungen, Vorwarnmeldungen, nicht nur von den Asus-Modulen, von allen Komponenten aus der Linie werden eben zentral dem Bediener an seines Mobile Device, an seine Smartwatch geschickt und er kann fokussiert auf die jetzt wichtig anliegende Aufgabe in der Fertigung unterwegs sein und entsprechend arbeiten. Sie fokussieren sich ja immer stärker auf den Softwarebereich. Was haben Sie denn darüber hinaus noch im Portfolio? Also Puls zum einen ist sicherlich ein großes Thema, wo wir dieses Mal auf der SMT eine neue App vorgestellt haben, und zwar den Alert Manager. Sie wissen vielleicht, mit den bisherigen Puls-Systemen wurde jede Fehlermeldung, jede Vorwarnmeldung an den Bediener gesendet. Mit dem Alert Manager haben Sie jetzt die Möglichkeit, jede Fehlermeldung zu konfigurieren und zu parametrieren. Stellen Sie sich Ihre SMD-Linie vor, der Bestücker ist sicherlich ein Kernprozess in der Linie, der Kernprozess. Und die Meldungen, die vom Bestücker kommen, sollen über eine längere Vibration oder über eine wiederholte Vibration dem Bediener zugänglich gemacht werden. Das ist jetzt möglich durch den Alert Manager. Des Weiteren ist es so, dass Sie Fehlermeldungen, Vorwarnmeldungen, wie sie von den Anlagen kommen, nun selbst editieren können. Kryptische Fehlertexte wie Fehler 317, die vielleicht von dem einen oder anderen Anlagenhersteller bisher ausgegeben wurden, können dort dadurch ganz klar für den Bediener übersetzt werden, auch in andere Sprachen. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich der Asus Material Manager. Der Asus Material Manager, wir kommen nochmal zu unserem Motto Move It, wir schauen uns den Materialfluss in der Fertigung an, ist deswegen so essentiell, weil sämtliche Anlagen in der Linie über den Material Manager miteinander vernetzt werden. Und zwar nicht nur die Maschinen, auch unterschiedliche Datenbanksysteme, sei es das MES-System, sei es das ERP-System, die MSL-Verwaltung. All das wird zentral über den Material Manager gesteuert. Auch das Flottenmanagement von AIVs, die in der Fertigung unterwegs sind, findet sich im Material Manager wieder. Und dadurch wird die richtige Aufgabe oder zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt. Roboter werden dann zur Maschine geschickt, dann zum Lager geschickt, wenn es notwendig ist, sodass sie optimiert eingesetzt werden können. Wunderbar. Was haben Sie denn sonst noch für Neuigkeiten mit auf die Messe gebracht? Herr Mayer, da haben wir einen ganzen Blumenstrauß. Wir haben im Bereich EKRA zeigen wir unsere modulare Kamera-Unit, kurz MCU. Mit dieser modularen Kamera-Unit ist es möglich, nun einzelne Funktionseinheiten in den Drucker als Zusatzprozess zu integrieren. Zum Beispiel unterschiedlichste iPacks. iPacks sind Dosiermöglichkeiten für Paste, für Kleber. Hier haben wir zum Beispiel mit unserem iPack 300 nun die Möglichkeit, auch Paste zu jetten, sodass Sie also die Möglichkeit haben, Lotdepots aufzufüllen und Paste dorthin zu bringen, wo es über den normalen Schablonendruckprozess nicht möglich ist. Das Besondere an der MCU, an der modularen Kamera-Unit, ist, dass sie Industrie 4.0
fähig ist. Und zwar erkennt sie automatisch, ob die richtige Einheit an ihr angedockt wurde. Sie führt den Bediener durch den Prozess und sorgt dafür, dass es nicht zu einer Fehlrüstung der Anlage kommt. Das war ECRA. Bei Insignum ist es so, dass wir mit unserer Insignum 4000 Lasermarkierstation auch nochmal eine ganz besonders schnelle Wendestation jetzt hier zeigen können mit einem sogenannten Flying Stopper, der zum einen dafür sorgt, dass der Wendevorgang der Leiterplatte beim Markierprozess auf 1,5 Sekunden reduziert werden konnte. Das nächste ist, dass über diesen Flying Stopper es möglich ist, den Stopper da zu positionieren, wo es keine Ausbrüche gibt in Leiterplatten und manuelle Bedienereingriffe damit unnötig werden. Wenn wir weiterschauen im Bereich Nutzen trennen, optimieren wir die Gut-Schlecht-Sortierung beim manuellen Nutzentrennprozess, indem wir den Bediener durch einen Zusatzmonitor durch diesen Prozess führen, sodass es da nicht zu größeren Fehlern kommen kann. Vielen Dank, das war sehr interessant. Herr Meier, eins habe ich noch vergessen. Und zwar im Bereich Handling-Systeme, das ist der Bereich, wo ASIS herkommt. Ich habe jetzt ganz viel über AIVs, AGVs, führerlose Transportsysteme, Roboter, es vereint alles dasselbe, ist mehrere Begriffe für eins, gesprochen. Und jetzt sind Kunden, die davor stehen, diese Systeme einzusetzen, möchten ungern den Invest eingehen, dass sie sich komplett neue Handlingsmodule dafür anschaffen müssen. Magazin B-Lader, Magazin Endlader. Deswegen haben wir heute auf der Messe ein Nachrüstkit präsentiert für die klassischen Magazinierer von ASIS, sodass diese auch zukünftig robotertauglich sind. Wunderbar, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank, Herr Meier.